Mein Name ist Heide Domanowski, ich bin Schauspielerin und leihe meine Stimme verschiedenen ausländischen Kolleginnen, unter anderem Michelle Hurd, Heather Masur oder unendlich vielen. Wie bist du zum Synchron gekommen? Ich habe gedreht und da sprach mich in der Kantine einer an und sagte, na, willst du nicht mal Synchron machen? Und ich, ja, uff. Und dann wurde ich direkt eingeladen bei der Deutschen Synchron zu einem Probesprechen, relativ spontan. Und ich hatte von gar nichts irgendeine Ahnung. Ich stehe also da, ich gehe da rein, dann zeigten die mir das. Ich wusste nicht, ich hatte gar keine Vorstellung, was jetzt hier passieren sollte. Und die Cutterin, dann lief der Take, von dem ich auch nichts begriffen habe. Und die Cutterin sagte, sie müssen sich den O-Ton anmachen. O-Ton anmachen? Wie? Da sind so Knöpfe. Aha. Welcher von den dreien? Wobei der Deutschen, da waren sogar noch links und rechts drei. Also jedenfalls, okay, das hatte ich dann rausgefunden. So, und jetzt sprechen. Was sprechen? Wo? Ich wusste nicht mal, was eine Dispo ist. Ich wusste nicht, wie. Ich konnte das Buch gar nicht lesen, weil ich überhaupt nicht verstand. So, dann wurde mir das also sehr missmutig erklärt. Und so, Sie müssen auf 4 anfangen. Was ist 4? Also, das war eine totale Katastrophe. Und hast du die Rolle gekriegt? Natürlich nicht. Also da ist... gut, aber ich bin dann tatsächlich so über Menge Masse, wie das damals noch hieß, also heute heißt es ja Ensemble, das ist halt die Synchronschule. Und so bin ich da reingerutscht und da kann man einfach von den anderen lernen, aha, so machen die das. Und dann kriegt man so mit, wie es funktioniert, um erstmal das grundlegende Handwerkszeug zu verstehen. Also wo ist der Knopf, den ich drücken muss und so, wie funktioniert das alles, ja. Erinnerst du dich an deine erste größere Synchronrolle? Ja, und zwar, ich weiß sogar noch, wie die hieß, Dr. Cleo Finch in Emergency Room. Ich sehe sogar noch das Atelier in der Oberlandstraße, Atelier 3, das war total muchtig dann früher, weil da früher vor unserer Zeit natürlich, da wurde da geraucht und getrunken, also das, man lebte in dem Atelier. Das war zu meiner Zeit dann schon nicht mehr, geraucht wurde da nicht mehr, getrunken vielleicht. Und, aber wer Regie gemacht hat, Michael Erdmann. Warst du aufgeregt? Ja, 100 pro, immer. Am Anfang war das, also es gab mal, da machte ich dann auch schon nicht mehr Masse Menge. Also man ist so 1-2 Jahre, machte man früher eben Ensemble, wo man eben viele kleine Rollen spricht und auch sehr schnell switchen muss zwischen den Rollen. Und das ist aber die Synchronschule. Und da zeigt sich natürlich ganz schnell eigentlich für einen Regisseur, wo ist Potenzial, wo, wen kann man mal mit größeren Aufgaben betrauen. So, also und dann ist man irgendwann daraus. Und da weiß ich noch, da stand ich neben Frank Laubrecht. Also natürlich eine Größe im Synchron und ich habe den auch total verehrt und ich konnte neben dem überhaupt nicht reden. Der sprach seinen Text, wir sprachen ja damals zusammen, also standen so nebeneinander am Mikro und er sprach und jetzt musste ich antworten. Ich konnte nicht mehr atmen. Und es war aber ganz süß, der ist dann also ganz liebevoll zur Seite gegangen, dann haben wir das halt geixt, ja, was heute Alltag ist, haben wir dann so, dann ging's. Ich war viel zu aufgeregt. Wie hat sich die Synchronarbeit im Laufe der Jahre verändert? Also das Tempo, das ist einfach viel, viel schneller geworden und also ich habe jetzt nicht mehr erlebt, dass die Schleifen eingelegt haben, so wie früher, kleine Filmstreifen, sondern bei uns waren es schon Kassetten und das bedeutet aber, so eine Kassette, ich weiß nicht, wer das noch kennt, die muss man vorspulen. Also im Grunde wie so eine kleine Kassette, die man auch zu Hause hatte, mit dem man mit dem Bleistift dann gedreht hat. Nun, in den Maschinen nicht. Aber das heißt, am Anfang der Folge, keine Ahnung, 2 Takes und am Ende der Folge, dann musste erstmal die ganze Folge vorgespult werden. Das dauerte. Das hatte den Vorteil, dass man natürlich währenddessen in Ruhe hinblättern konnte. Man konnte den Text lesen, man konnte, wobei, viel drumherum musste man meistens nicht lesen, weil die Kollegen ja dabei waren. Ja, also heute
ist es so, dass die Kollegen, wir sind immer alle alleine. Das heißt, ich muss, wenn ich mit einem Kollegen einen Dialog habe, muss ich mir den permanent vorstellen. Und ich muss immer so, manchmal blätter ich 2, 3 Seiten vor, um zu gucken, worauf antworte ich überhaupt? Worauf bezieht sich das, was ich sage? Damit eben nicht so eine blöden Betonungsfehler kommt. Wenn einer sagt, wenn die Sonne scheint, können wir morgen starten. Und der andere sagt, naja, aber ich meine, wenn die Sonne scheint, dann könnten wir doch starten. Wenn die Sonne scheint, müsste dann die Antwort heißen. Ne? Also, denn Sonne ist ja gerade erwähnt worden. Das muss man ja nicht. So, und wenn dann eben alle nicht aufpassen, dann hört man das. Und das ist jedenfalls eine ganz andere Konzentrationsarbeit. Wir sprechen viel mehr am Tag. Aber ich bin auch abends fix und foxy. Wir machen meistens in aller Regel, wenn alles gut läuft, einmal sehen, einmal drehen. Und da hast du, dabei nehme ich aber auf. Also, wie, in welcher Situation ist die Figur? Wie ist der emotionale Zustand? Kämpft sie gerade mit den Tränen und lacht aber drüber zum Beispiel? Und verändert sich im Take die Stimmung? Also ist sie kurz abgelenkt, muss sie zwischendurch nach einem Glas greifen. Das findet ja alles im Take statt. Hat sie ihre Emotionen vielleicht dadurch wieder in den Griff bekommen? Das ist der emotionale Zustand, die schauspielerische Aufgabe. Und jetzt kommt das Handwerkszeug. Wo atmet sie? Wie lange atmet sie? Wie wird der deutsche Text auf das englische Original verteilt? Muss ich vorschlagen? Und geht sie ins Off? Womit kommt sie wieder ins On? Und. Also das sind unglaublich viele Sachen, die alle gleichzeitig stattfinden, im besten Fall. Und jetzt kommt noch dazu, dass ich den Partner nicht da habe und mir das auch noch vorstellen muss. Das heißt, ich rede mir oft entweder meinen eigenen, klar, oder aber den Partnertext an. Also, und dann hoffe ich, dass er es auch so sagt, wie ich jetzt annehme, dass er es sagt und mir so anspreche. Und das ist sehr, sehr, sehr viel Kopfarbeit. Also, und das schlaucht. Also ich fand eigentlich immer dieses Zusammensprechen, immer vorausgesetzt, man hat gute Kollegen, unendlich viel leichter und spaßiger und fröhlicher. Und weil man sich einfach viel mehr aufs Spiel verlassen kann und nicht diese alles im Kopf stattfinden muss. Gab es ältere Kollegen, von denen du viel gelernt hast? Ach, unzählige, natürlich. Also das ist... Also jetzt nicht direkt gelernt, aber eine schöne kleine Geschichte ist, ich war, als ich so ganz frisch war, und da muss man ja immer rumgehen zu den Aufnahmeleitern und sich vorstellen, sagen, schönen guten Tag, bin Heide Domnowski, Schauspielerin, möchte. Und da stehe ich, damals noch bei Video Sound im Ulsteinhaus, bei Ramona Mohren, die Aufnahmeleiterin war bei Video und Sound, und mache da eben meinen Satz. Und da kommt eine Frau rein und spricht mit Ramona und ich guck sie an und sage, oh Gott, ihretwegen habe ich eine ganze Serie geguckt, nur wegen ihrer Stimme. Und damit konnte sie jetzt erstmal gar nichts anfangen. Ich sag, okay, Heike Schrötter, es war Heike Schrötter. Und das war, Entschuldigung, und das war so, das war ganz oft mein Vorbild, die ist, fand ich so toll. Und ich weiß sogar noch die Rolle, wegen der ich damals diese Serie geguckt habe. Die Serie, weiß nicht mehr, wie die hieß, und sie war so eine zickige Anwältin. Hat sie ja oft, so eine zickigen Rollen, die aber sehr brüchig war. Und das ist eben immer das Interessante für mich persönlich auch. Und das war, sie hat diese Brüchigkeit durchgelassen. Also das, was hinter dieser Zickigkeit steht, diese verletzliche Person, die sich schützen muss mit so einer rauen Schale. Und das hat sie einfach großartig gemacht. Ja, das war zum Beispiel ein Vorbild. Aber ansonsten habe ich von ganz, ganz vielen gelernt, gerade als Anfänger, denn man möchte mal alles richtig machen. Ne? Also wenn jetzt da steht, berühmt sind immer die und und dann denkt man, naja, man spricht das jetzt so hin. Ich habe, das klingt ja immer voll scheiße, so. Und man weiß aber nicht, wie man es besser machen soll. Es steht ja so im Buch. Und dann steht man natürlich neben den gestandenen Kollegen, die machen, dann ist ein manchmal nur ein Atmer oder ein ist sowas. Es geht ja nur um die kleine Verzögerung.
Und da muss aber immer ein Gedanke dahinter sein. Und das habe ich alles natürlich von den Kollegen gelernt. Also, und von unzähligen. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Michelle Hurt? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, ich wurde einfach... Also entweder, ich weiß es nicht, nein, also wahrscheinlich wurde ich einfach irgendwann mal drauf besetzt. Ja, und dann bin die jetzt auch nicht direkt die Stimme, weil sie von verschiedenen Kolleginnen gesprochen wurde. Also ich habe sie wohl am meisten gesprochen, aber Anke Reitzenstein zum Beispiel hat sie fast genauso oft gesprochen. Und das ist dann, glaube ich, immer abhängig von Redaktion, also vom Geschmack der Redaktion oder Regie oder sowas. Also, ja. Hast du bei Michelle Hurt über die Jahre eine schauspielerische Entwicklung feststellen können? Auf jeden Fall. Also, sie hat als, ich glaube, man hat sie oft mit ähnlichen Rollenmustern betraut. Und so, dass das Spektrum immer so in ein bisschen in eine Richtung ging. Und jetzt bei Picard, da hat die einen Facettenreichtum entwickelt oder konnte sie endlich mal einbringen, sagen wir es so, dass ich dachte, oh, perfekt, hätte ich jetzt nicht mir besser wünschen können, weil sie genau das hat, was ich an dem Beruf so liebe, dass die Figuren nie einschichtig sind, sondern dass immer noch was dahinter ist. Und sie ist eben auch so eine echte Kratzbürste und da wird getrunken und oh. Und dann sieht man, warum, ja, und wie zart sie dahinter, also da kriege ich gleich eine Gänsehaut, weil das mich sehr berührt hat und weil das eine unglaublich schöne Aufgabe war. In Star Trek Picard spielt sie die Rolle der Ruffy Musiker. Erzähl mal von den Aufnahmen zur Serie. Das Jahr ist ja noch ganz jung und wir haben nun die erste Staffel ja dieses Jahr abgedreht. Und das war also mein absolutes Highlight. Das war so schön. Also wir sind einfach, es geht ja damit los, wir sind ein absolutes Dreamteam gewesen. Also mit Oliver Feld in der Regie, ein super toller Tonmeister und am Schnitt. Also das passt. Wir verstehen uns eigentlich oft immer alle irgendwie gut, ja? Und es ist auch oft fröhlich, aber das war magisch, muss ich einfach so sagen. Nun diese tolle Rolle mit Michelle, also weil sie da eben auch so wundervoll gespielt hat und ich auch endlich mal, also das macht mir dann ja einfach viel mehr Spaß, wenn das ständig bricht, also wenn sie von ihrer Verletzlichkeit in ihre Ruppigkeit wechselt und so das. Und mit Oliver, wir sprechen halt die gleiche künstlerische Sprache und ja, sie sind uns halt auch menschlich nah. Also es ist, das war mein Highlight, ja. War das ein Projekt, für das ihr euch mehr Zeit genommen habt oder war der Zeitrahmen wie bei einer ganz normalen Serie? Tatsächlich wurde sich viel mehr Zeit genommen und man muss auch sagen, dass die Arena Synchron, wo das gemacht wurde, das sehr, sehr liebevoll behandelt hat. Also oftmals wechselt beim Drehen das Team. Also weil der muss gerade dort das machen, der Tonmeister auch, dann nehmen wir den. Das geht. Aber es ist natürlich immer schöner, wenn bei einer Produktion das Team gleich bleibt. Ja, dass alle irgendwie Bescheid wissen, dass jeder auch ein bisschen mit aufpassen kann, weil ich sag dann die Cutterin, ja, aber wir haben da in der Folge, haben wir das doch aber so und so gesagt. Das ist natürlich immer ganz schön, ja. Und das funktioniert nicht, wenn das Team ständig wechselt. Und da hat die Arena sehr, sehr gut aufgepasst oder das von vornherein auch liebevoll betreut. Also, dass sie gesagt haben, so, ihr habt hier euer Team, ihr habt diesen Rahmen und ich glaube, es waren auch weniger Takes ausgezählt. Und dann hat natürlich Ernst Meinke den PK gesprochen. Also, da sind alle durch die Decke gegangen. Ja, das war toll. Bist du selber ein Trekkie? Nein. Wobei, das ein Trekkie... Nein, eher nicht. Aber ich habe früher, als ich noch überhaupt mit Synchron nichts zu tun hatte und ganz jung war, habe ich tatsächlich gerne, darf man gar nicht sagen, so alt bin ich ja noch gar nicht, Raumschiff Enterprise geguckt. Noch mit Captain Kirk. Also, ja, und das mochte ich gern.
1995 hast du Jennifer Beer in den Justine-Verfilmungen gesprochen. Wie muss man sich die Synchronarbeit an einem Erotikfilm vorstellen? Also es wird jetzt viel zu hoch gehängt, weil Erotikfilm, es war ja kein Porno. Und es war auch nicht das, was man jetzt erwartet, sondern im Grunde eine Form von Literaturverfilmung nach Marquis de Sade. Und so wurde es auch behandelt. Also das war natürlich mit, das haben die Deutschen auch mit ihren Lederhosenfilmen hier gemacht. Also es wurde dann nach 23 Uhr gezeigt und natürlich wurde da man negligé, aber gesehen hat man gar nichts. Also es ging, das war viel mehr Andeutung und als letztendlich dabei rumkam. Und mit einem hohen künstlerischen Anspruch. Also standet ihr bei dieser Synchronisation noch gemeinsam am Mikro? Na, natürlich. Und das ist dann auch wirklich lustig. Aber es ist nicht. Ist das eher lustig oder wird es auch manchmal peinlich? Nee, peinlich wird es gar nicht. Also, wenn dir als Schauspieler was peinlich ist, bist du im falschen Beruf. Also, es ist eher lustig. Also, was heißt eher? Also, wenn überhaupt mal irgendeine Situation aufkommt, lachen wir uns halb tot. Also, die. Also Florian Krüger-Scheintin, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, Anekdote, hatte mal so ein, der hat sich immer einen Spaß daraus gemacht, zu sagen, weiß ich, ich habe den Text, also jetzt mal völlig unabhängig, wir reden von irgendwas, meinetwegen von, da ist ein Ast von einem Baum runtergekommen und ich, also meine Rolle muss sagen, boah, das ist aber ein großes Ding. So, und was wird Florian Krüger-Scheintin auf zwei, also es gehört immer der Einzähler, 3, 2, 1, auf 2 oder auf 1 sagen, sie blickte an ihm herunter und sprach. Und jetzt muss ich sagen, boah, das ist aber ein großes Ding. Also, als ich das erste Mal erlebt habe, alle anderen kannten das, ich natürlich noch nicht. Ich konnte gar nicht weitersprechen. Ich habe so gelacht. Ich war so fassungslos. Es würde heute zu MeToo-Zeiten überhaupt nicht mehr durchgehen. Aber das ist halt der Spaß dabei. Weißt du, warum Jennifer Beer im Anschluss keine weiteren Filme gedreht hat? Keine Ahnung. Also das war, ganz ehrlich, auch keine besonders wichtige Aufgabe in meinem Leben. Also das war eine eben relativ am Anfang. Und ich weiß, dass es gut gemacht war, daran erinnere ich mich. Aber war jetzt auch keine schauspielerische Herausforderung. Du hast Jennifer Beals in The Albert gesprochen. Was war das Besondere an dieser Serie? Na, Albert war die erste Lesbenserie. Oh, von Mitte der 2000er. Und das war, dadurch, dass es die erste war, und natürlich im Grunde gab es nur, also in dieser Serie gibt es im Grunde nur Lesben oder Schwule. Also auch nicht ganz realitätsnah, aber, und das hat einen, für einen Riesenaufruhr gesorgt, gerade in der queeren Community. So, dass dann ich Anfragen bekam für Interview und das dann auch gemacht habe. Und dann wollten die natürlich wissen, ob was jetzt das Besondere daran ist, wenn da zwei Frauen miteinander, und ich musste sie ganz sehr enttäuschen und sagen, gar nichts. Ein Mensch, der liebt, der leidet, der kämpft, der wütend ist oder was auch immer, das ist ein Mensch. Ob Mann oder Frau, ob er Mann oder Frau liebt, das ist völlig irrelevant. Also, und für die Arbeit spielt es gleich gar keine Rolle. Was ich mir persönlich wünschen würde, wäre nicht eine spezielle Lesbenserie oder Schwulenserie, sondern dass man sagt, dass die Menschheit ist vielfältig und bunt und sie sollte auch so vielfältig und bunt in den in den Medien abgebildet werden, also in Filmen und Serien. Also jeder hat im Grunde in seinem Haus, wenn er in einem Mietshaus wohnt, garantiert ein schwules oder lesbisches Pärchen oder als Gartennachbarn irgendwo. Und so normal sollte das irgendwie auch sein. Also das wäre jetzt mein Wunsch. Und speziell haben wir jetzt gerade, drehen wir Generation Q mit Albert, also 15 Jahre später, wo die Kinder dann groß sind und wer hat sich wie getrennt. Und ja, das ist ganz schön. Warum hat man sich bei The Albert für dich und nicht für Maud Ackermann entschieden? Eure Stimmen sind ja ziemlich verschieden. Ja, das stimmt. Das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ich vermute
Oder ich weiß, dass sie eine lange Zeit entweder gar nicht oder ganz wenig gearbeitet hat. Ich glaube, sie hatte ein Kind bekommen und hat sich einfach auch mal ein Stück rausgezogen. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber wir sind stimmlich nicht nah beieinander, also Maud und ich, aber Jennifer Beals und ich sind uns stimmlich nah. Also, ich weiß es nicht, es gab ein Casting und dann, so. Du hast eine sehr markante Stimme. Fluch oder Segen? Ich würde es jetzt gar nicht so sehen, weil ich eher, also ich habe eine sehr, ich bin sehr variabel, sagen wir es mal so. Nicht variable Stimme, das trifft es nicht ganz, weil es ja, weil viel mehr dazu gehört. Und ich habe viele Jahre gedacht, als ich so anfing, die können mich nicht genau einordnen. Also es gibt Kollegen, die erkennst du immer, die sind es immer ganz, ganz klar. Und also ich schlüpfe in die Rolle, in die Figur und entsprechend ist die Stimme. Also insofern gibt es so markant, also wir, aktuell läuft auf Amazon Prime Picard und habe ich jetzt zufällig gesehen, Marvelous Mrs. Maisel. Und das kann man sich quasi hintereinander angucken. Und da würde man jetzt nicht sofort drauf kommen, dass es die gleiche Sprecherin ist. Also nicht die gleiche, sondern exakt dieselbe. Weil das eine ganz andere, also Ruffy ist ja, die trinkt. Und bei Marvelous Mrs. Maisel, also reiche Jüdin, Upper Class, New York, 50er Jahre. Also in den 1950ern. Ganz ete, ganz fein, gut betucht, mit einem goldenen Löffel im Mund geboren, die immer so leicht spricht. Also das ist das absolute Gegenteil. Also das ist das, was mir Spaß macht, dass ich das eben heute so machen kann, dass es keine Berührungsängste mehr gibt, dass man denkt, oh, die kann nur das oder die kann nur das. Also mein Spektrum umfasst, das ist wirklich, ich habe vor Jahren, da musste ich mal ein Probesprechen, also wurde ich zu einem Probesprechen eingeladen, sehr wichtig genommen. Und ich schicke dir die DVD zu, wo ich so dachte, das machen wir doch sonst auch nicht. Also okay, so dann denke ich so zwei Tage vorher, ach guck mal rein, wenn sie es dir schon schicken. Und gucke und denke, was ist denn das da? Wann kommt die denn mal, die ich hier sprechen soll? Und dann fand ich irgendwie so eine Episode, wo ich dachte, ja, das, aber dafür muss man nicht so einen Aufriss machen, dafür braucht es jetzt nicht so ein Probesprechen. Und dann rufe ich die Aufnahmeleitung an und sage, sag mal, Uschi, du hast mir die falsche DVD geschickt. Und da sagt sie, nein, deswegen habe ich es dir ja geschickt, ist schon ernst gemeint, die Vera ist es. Das ist eine Frau, eine Schauspielerin, Brenda Blethyn, die ist also Minimum 20 Jahre älter als ich, 20, 25 Jahre, wenigstens 30 Kilo schwerer. Und ich sollte darauf Probe sprechen. Okay, kann ich ja machen. Also so. Und habe also das gemacht. Und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss. Ich krieg das Ding. So, also jetzt habe ich da diese alte. Dann habe ich, na gut, jetzt mischt sich das alles. Also über Michelle Hurt. Diese alte ist auch nicht fair. Ist eine tolle, tolle, großartige Schauspielerin. Aber das ist natürlich sehr konträr zu den ganzen anderen. Und dann Maren Hinkle in Marvelous Mrs. Maisel oder was ich parallel gesprochen habe, war Doc Martin oder die Betsy Brand in Life in Pieces. Und das ist also ganz krass. Ist das das Besondere an Synchron, dass man dort in so viele verschiedene Rollen spielt? Absolut. Das hätte ich als Schauspielerin auf der Bühne beziehungsweise vor der Kamera nie in einem ganzen Leben nicht geschafft, dieses Spektrum abzudecken und spielen zu können. Und das ist großartig. Wurdest du schon mal an deiner Stimme erkannt? Nein. Also ja, im Bekanntenkreis oder so, dass man sagt, das, die Stimme kenne ich doch, kommt mir bekannt vor. Also zugegebenermaßen wurde ich am Gesicht schon erkannt. Also weiß ich, jetzt ist noch gar nicht so lange her, da haben wir so eine lustige Otto-Werbung gedreht, so ein, mit einem Münchner Kollegen, Ricardo und Ricarda. Das war wirklich, also wir spielten so ein Schlager-Fuzzi-Paar und sangen da also so einen Song, so einen Schlager zusammen, nicht einen Song, einen Schlager, richtig, richtig Schlager. Und da wurde ich früh auf dem Weg zum Gastspiel, völlig verpennt, morgens um 8 irgendwie auf dem Hauptbahnhof mit meinem Kaffee in der Hand. Und da kam so eine Frau, eine, Entschuldigung, sind Sie nicht Ricarda von Ricardo? Und stand ich da und dachte,
ich kann nicht. Und das rattelte das in meinem Kopf. Und dann sage ich, wissen Sie was, ich werde ganz oft damit verwechselt. Ich werde da ganz oft drauf angesprochen, aber ich bin's nicht. Weil ich war nicht imstande. Ich dachte, oh, ich kann jetzt gerade noch nicht. Und das ist eben das Tolle natürlich auch an unserem Beruf im Synchron. Ich kann, jeder kennt, also wer Fernsehen guckt, kennt meine Stimme. Also er muss mich nicht erkennen, das spielt gar keine Rolle, aber er kennt meine Stimme. Aber trotzdem kann ich in der Sauna sitzen, ohne dass mich jemand anspricht und um ein Autogramm bittet. Ehrlich, schon erlebt mit meiner Freundin Andrea Katrin Löwig, wo ich sage, Freunde, es muss auch eine Privatsphäre geben. Aber gut, ich genieße das und insofern, ja. Kannst du als Sprecherin besser abliefern, wenn die Chemie zwischen dir und dem Synchronregisseur stimmt? Also abliefern, ne, ist jetzt so, würde ich jetzt für mich persönlich nicht wählen, weil ich immer bei allem, was ich mache, ist ganz egal, wie groß oder wie klein die Rolle ist, um den bestmöglichsten und wahrhaftigsten Ausdruck kämpfe, mich bemühe, also kämpfe im positiven Sinne. Weil ich will Menschen erreichen und man erreicht sie mit Stimme und ich, ja, das ist mein Bestreben und mein Anliegen generell und immer. Natürlich fällt es leichter, wenn man sich, also es ist sehr hilfreich, wenn man mit dem Regisseur die gleiche künstlerische Sprache spricht. Und sich zu mögen ist nicht nötig. Das reicht. Wenn man sich jetzt aber auch noch mag, schadet's nicht. Also dann wird's einfach besonders schön. Interessanterweise hast du gesagt, Regisseur. Ich habe ehrlich gesagt fast mit mehr Regisseurinnen gearbeitet. Und das ist interessant, weil Regisseurinnen oftmals, also für mich ist der Regisseur der Partner. Er ist nicht der Ansager, der Befehler, der Chef, sondern ich sehe das immer als Team. Wir bemühen uns gemeinsam um das beste Ergebnis. So, das ist immer mein Ansinn und da ist es völlig egal, von wem die gute Idee kommt. Ob die von der Cutterin kommt, vom Tonmeister, Regie, Sprecher, ist völlig egal. Und Frauen sind in meinen Augen oft, nicht immer, für Teamarbeit bereit und Männer manchmal ein bisschen, da geht es immer darum, dass sie die richtige Idee haben. Aber nicht immer, also das ist wie gesagt diplomatisch aus. Leidest du mit deinen Rollen mit? Nein. Also das Publikum soll weinen, nicht ich. Das ist, also hat, boah, wie heißt der denn, Bassermann, hat das glaube ich schon gesagt. Also wenn er sagt, wenn ich weine, dann langweilt sich das Publikum. Und spannender ist immer der Kampf dagegen. Und insofern, das ist tatsächlich ein ganz verrücktes Geheimnis. Also wenn die Figur eigentlich weinen will, aber dass sich das Weinen verbeißt und stattdessen lacht, ganz tapfer drüber geht, dann weint das Publikum die Tränen, die die Figur nicht weint. Und das ist spannender. Schauspielschule. Ja, aber das funktioniert aber natürlich auch im Synchron. Und deswegen mitleiden, nein. Also was man braucht, natürlich immer, also das habe ich in Amerika gelernt, da lernte ich also die drei Hauptsätze der Schauspielkunst. Erstens, be specific. Zweitens, be specific. Drittens, be specific. Das bedeutet, um wahrhaftig zu sein und im Moment zu sein, brauche ich, wenn die Figur dort oben weint, ein persönliches Bild. Selbst wenn ich die Tränen nicht zulasse, wenn ich das äußerlich nachmache, man hört es. Es funktioniert wunderbar, es machen ganz viele und die meisten hören es nicht, aber ich höre es. Und wenn es mir besonders gut gelungen ist, das klappt ja nicht immer, wir können nicht 12 Stunden oder was, immer höchste Emotionalität abliefern, ist Gott sei Dank auch nicht gefordert, man muss ja nicht, es gibt ja viel Tralala, also allgemein, wo man das nicht sein muss. Aber wenn das gelingt, und man sieht es dann im Fernsehen, es kommt durch den Fernseher, trifft einen die Stimme direkt in den Bauch. Und ich habe das schon erlebt und dann bin ich ganz glücklich und denke, ja, das wollte ich.
Gibt es ein bestimmtes Rollenprofil, für das du oft besetzt wirst? Klar. Also es waren jahrelang, also die ganzen Kommissarinnen, Anwältinnen am besten noch farbig. Und also wegen natürlich der tiefen Stimme. Und umso, also ich bin ganz glücklich darüber, dass ich jetzt mehr Comedy und sowas machen kann. Also, dass ich beides machen kann oder nicht beides, sondern viele Spektren abdecken kann, weil das Interessante ist. Also bei diesen ganzen Kommissarinnen, die ich auch wirklich gerne gemacht habe, aber die stellen letztendlich immer wieder die gleichen Fragen. Wo waren Sie gestern Abend? Was haben Sie da gemacht? Aha, kannten Sie? Und dann da wir auch immer alleine sprechen, ist ja nie immer der Partner da, dann fange ich an, weil ich mich so langweile mit mir selbst, irgendwelche neuen Betonungen zu erfinden. Und wenn ich mir das dann angucke im Fernsehen, denke, was hast du denn da geredet? Warum hast du nicht einfach gerade ausgesprochen? Also, ja. In Orange is the New Black synchronisierst du Alicia Reiner als Natalie Figueroa. Erzähl mal von der Synchronrolle. Engelbert von Nordhausen hat Regie gemacht und der ist natürlich super cool, super erfahren. Der ist, und den kenne ich auch schon ganz lange, das heißt, da ist auch ein großes Vertrauen da. Also das ist, das war toll. Die Figur selber oder die Schauspielerin, die ist ziemlich spröde. Also nicht klar einzuordnen. Also ich weiß, dass ich da ganz schön gekämpft habe und dann macht die, also hat die auch einen ganz eigenen Rhythmus zu sprechen, das ins Deutsche zu übertragen. Oh lala, das war, dass das noch normal klingt. Das muss ja immer irgendwie menschlich klingen, selbst wenn es im Original so ein bisschen fast unmenschlich klingt, würde das im Deutschen nicht funktionieren. Also da habe ich ganz schön gekämpft, will ich mal sagen. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Und die Figur selber, also die hat ja da Sachen gemacht. Also da wird die auf der einen Seite quasi gezwungen von dem einen also im Grunde wie MeToo zur sexuellen Handlung. Später hat die mit dem ewig ein Verhältnis, wo ich sage, ich kann das persönlich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber Gott sei Dank hatte sie eben auch Brüche in ihrer Rollenbiografie. Und das ist das, was interessant ist, was Spaß macht. Gibt es weitere Schauspielerinnen, die du ausgesprochen gerne synchronisierst? Also, ich fange mal jetzt mal an mit jemandem, weil du vorhin gefragt hast nach dieser Jennifer Beer oder wie die heißt. Ich habe ja in Monk die Sharona gesprochen und Bitty Schramm und die habe ich auch noch in zwei, drei anderen Produktionen. Und die ist leider von der Bildfläche verschwunden nach Monk. Und das habe ich sehr bedauert, weil wir beide zusammengepasst haben, wie sagt man so schön, wie Arsch auf Eimer. Also wenn die reinkam, das war dann immer so, als würde ich reinkommen. Also für mich gefühlt. Also es ist so, wenn, ne, im Bild. Und das, erstens war Monk eine tolle Serie. Die Assistentin von genau, die erste Assistentin. Ja. Und das war toll. Also das ist sowas, was ich bedauere. Die würde ich gerne weitersprechen, ist aber nicht. Und Betsy Brand, klar, cool. Jetzt mit Marvelous Mrs. Maisel. Maren Hinkel wurde ja auch von vielen gesprochen, unter anderem Christine Marquetan und so. Und die das alles auch, ich meine, sind alles großartige Kolleginnen. Aber die macht mir großen Spaß. Also das ist so ein Geschenk. Gab es mal eine Synchronarbeit, bei der du im Studio dachtest, den Film oder die Serie muss ich mir unbedingt anschauen? Also was ich jetzt geguckt habe, tatsächlich ist eben Picard. Aber weißt du, ich muss auch sagen, wenn ich den ganzen Tag vor dem Mikro stehe und oder vor verschiedenen Monitoren, ich gucke privat kein Fernsehen und keine Filme. Das darf man gar keinem erzählen. Ich gucke, wenn, aus beruflichen Gründen, dass ich sage, ich muss kontrollieren, ob das so richtig ist, was ich da mache. Und so und mit Picard, das habe ich, Corona. Ich habe Zeit, ich konnte mir das angucken. Und das ist halt auch witzig, weil ich dann, dafür habe ich ja wirklich Lob bekommen. Warst du selber zufrieden mit dir? Mit ja. Nee, es gibt nur Sachen, wo ich sage, das mache ich das nächste Mal ein bisschen anders, da vertraue ich mehr darauf, das mache ich mir so. Aber das ist, außer mir hört das keiner. Und da gab es tatsächlich ein Fanlob. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, dass da einer schrieb,
Ausnahmsweise würde ihm in meinem Falle die deutsche Fassung besser gefallen als das Original. Da war ich, also mehr kann man nicht erwarten. Und dann gab es noch einmal, ich weiß, gehört jetzt gar nicht hierher, aber weil bei dieser alten Schauspielerin, was ich erzählt habe, diese alte Kommissarin Brenda Blethyn, da hatten die ja ein riesen Probesprechen gemacht. Und alles, was Rang und Namen hat, hat da drauf gesprochen. Und unter anderem Martina Träger, die mich anrief, nachdem das ausgestrahlt wurde, und die wusste, wie schwer die ist, und sagte, ich musste dich jetzt anrufen. Die hat sich extra meine Nummer besorgt, um dir zu sagen, wie toll du das machst. Da war ich so gerührt, dass mir die Stimme wegblieb. Weil das natürlich so, boah, ja. Ja. Du sprichst auch Animes wie Detective Conan. Wie unterscheidet sich die Synchronisation von Animes und Realfilmen? Große Augen, unbewegte Gesichter. Vom O-Ton kann man gar nichts abnehmen. Also, weil das Animastar heißt dann irgendwie, ich liebe dich. Also, das ist schon schwierig. Also, was heißt schwierig? Also, eine Herausforderung da, Unterschiede in den Rollen auch zu sehen. Man sieht nicht, für mich sehen die alle gleich aus. Und wenn das Auge im Groß-On ist und ein bisschen wabert, also so, dann weiß man, oh, jetzt wird sie gleich weinen. Also das ist im Realfilm, kannst du das alles ganz anders aufnehmen. Und ich meine auch nicht zu vergleichen mit den ganzen Disney-Produktionen. Da hat jedes Tier eine Nuance im Blick und in der Mimik. Krasser Unterschied. Was fasziniert dich am Synchronberuf? Der permanente Wechsel, dass ich so viele Sachen gleichzeitig machen kann. Also was ich vorhin sagte, die 70-jährige Kommissarin und gehe nachmittags zu Life in Pieces oder zu Marvelous Mrs. Maisel und bin dann eben, also das erlaubt mir, die vielen Facetten, die ich ja auch in mir habe, weshalb ich ja auch Schauspielerin werden wollte und es auch geworden bin, weil ich mal sage, mein Leben ist mir ja zu langweilig. Die Leute halten mich doch für verrückt, wenn ich das alles auslebe. Aber als Schauspielerin kann ich das natürlich überall, dürfen die ganzen Facetten ihren Raum bekommen. Und im Synchron habe ich natürlich die Möglichkeit, das so vielfältig auszuleben. Also, schön. Du stehst vor der Kamera, auf der Theaterbühne und im Synchronstudio. Was macht dir am meisten Spaß? Ach, na, das alles. Also das ist jetzt, ich bin Schauspielerin und das sind alles Bereiche meines Berufes. Und ich kann da nicht sagen, das ist schlechter oder besser oder es macht mir mehr Spaß. Natürlich, wenn ich auf der Bühne stehe, klar. Diese Aktion oder Interaktion mit dem Publikum, das ist schon einmalig. Aber das schafft man sich unbewusst auch vor der Kamera oder im Atelier über das Team. Das Team ist mein Publikum. Und wenn die hinten in der Regie sitzen und vor Lachen nicht den Knopf drücken können fürs Atelier, dann weiß ich, perfekt. Oder sie ganz zart reinhauchen. Weil sie so gerührt sind. Also, so, das ist toll. Und ich habe auch Hörbücher gemacht, beziehungsweise eins, was mir am Herzen lag, dieses Still Alice, was auch verfilmt wurde, wo es um Demenz, um eine Frau geht, die Demenz bekam und so diese Etappen da aufschrieb. Und das, also da lernt man zum Beispiel noch was. Also, und das ist eben ein Spektrum-Hörspiel. Also, ich habe in, es gibt ja diesen kleinen Huibu, also diese Hörspielreihe. Und da spreche ich ein sprechendes Gemälde. Und das sind so diese, das ist wieder ganz anders als Synchron oder Bühne oder Kamera. Und das ist diese Vielfältigkeit. Und da danke ich wirklich dem Universum, dass es mir das ermöglicht, dass ich das alles machen kann. 5 schnelle Fragen an Heide Domanowski. Science-Fiction oder Romanze? Science-Fiction. Zu zweit oder geixt? Zu zweit. Vor der Kamera oder im Synchronstudio? Beides. Anime oder Realfilm? Realfilm. Kino oder TV? Egal.